Warum eigentlich Monaco? Bist du hingezogen oder warum? Meine Eltern sind hierher gezogen, als ich 3 war. Also ich bin hier aufgewachsen und meine ganzen Freunde aus der Schule, aus dem Fußballverein, von der Kartstrecke sind alle hier. Von dem her ist es für mich zu Hause. Das ist deine Heimat, ja. Monaco. Also ich bin geboren in München und fühle mich auch zu 100% deutsch und schaue deutsches Fernsehen, lese deutsche Zeitung. Ja. Aber bin eben in Monaco aufgewachsen. Und, aber hier sind ja auch viele Deutsche, ne? Da sind auch viele Deutsche, ja. Daher natürlich auch die Beziehung zu Nico. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir waren die einzigen beiden Kinder, die Deutsch gesprochen haben. Und Monaco generell für Trainingsmöglichkeiten super. Ob es zum Radfahren, zum Laufen, wie auch immer ist. Und Paul wohnt hier. Paul wohnt auch in Monaco. Monaco, genau. Paul de Resta. Oh. David Coulthard ist hier. Nico immer noch hier. Louis ist hier in Monaco. Oh, das ist ja super. Dann sind wahnsinnig viele Fahrer. Und von dem her trifft man sich oft und kann man ein Abendessen machen oder so. Und das ist eine schöne Atmosphäre. Ja, ja, super. Dann, was machen wir jetzt? Cheers! Viel Glück beim Rennen! Motorprobleme! Uhuhu. Na, haben wir ein Motorproblem, Herr Engel? Bedienfehler, hä? Huh? Ach, musst du auch schalten? Ja, sieht sehr gut aus für mich. Now we start the engine here. Also wenn du es schaffst, mich in 3 Runden zu überrunden, dann hast du gewonnen. Was natürlich total absurd ist, aber kannst es ja mal probieren. Ja, Herr Engel. Das war wohl nichts. Tja, Maro, dumm gelaufen, ne? Tja, wie fühlt sich das an? Ja, Nico hat mich jetzt geschlagen, jetzt hast du mich geschlagen. Mein Nico fährt nicht mehr Formel 1. Ich glaube, wir sollten mal Toto anrufen. Ja, vielleicht bin ich ja so ein Nachwuchsfahrer vielleicht für euch. Ja gut, aber man muss schon sagen, das ist schon schlimm, dass du mir nach 3 Runden tatsächlich hinten dran geklebt hast. Das ist, man kommt sich halt, wenn du fährst mit so einem Ding, mit dem schnellen Kart, echt vor, als würde man stehen auf der Bahn. Ey, ganz, ich bin klatschnass geschützt. Das ist ja, also, das ist, was die meisten unterschätzen. Das ist gerade Kartfahren, richtig gutes Training. Geht richtig in die Arme, gerade auch natürlich mit dem Ding, aber auch das, du wirst es auch merken. So die Vibrationen in den Händen, ja. Konzentration, ja, ist nicht ohne. Und der Sieger des heutigen Rennens hier auf Platz 1, Thore Schölermann. Das ist mein Moment. Mein Moment, Leute. Und du glaubst gar nicht, was mir das bedeutet gerade. Mein erster Sieg. Ja, bei 4 Runden hättest du mich wahrscheinlich schon 2-mal überrundet, aber ist mir egal, das vergessen wir jetzt einfach. Abgezogen hast du mich.